Aloha, lieber Schütze, ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den Januar 24. Wenn dich interessiert, was denn da auf dich zukommt, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hello, lieber Schütze. Ich begrüße dich hier recht herzlich zu deiner Monatslegung für den Januar. Wenn du den Schütze im Mond, Venus, Aszendent oder natürlich in deinem Sternzeichen hast. Und selbstverständlich sind hier auch alle Crosswatcher herzlich willkommen, die auf einen Schütze geborenen ziehen. Wie du siehst, habe ich hier auch schon die drei Kartendecks vorbereitet, mit denen ich hier heute legen möchte. Die Beschreibung der Karten findest du wie immer in der Infobox, so auch weitere Informationen über meinen Kanal. Wie immer werde ich hier für dich ein großes Blatt auslegen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, lieber Schütze, wie du siehst, habe ich jetzt hier dein großes Blatt ausgebreitet. Ich hoffe, du siehst es. Hier ist die letzte Karte, die Herrscherin. Und jetzt möchte ich ganz gerne mit dir zusammen hier noch eine Engelkarte springen lassen, um zu schauen, um welche Grundenergie geht es. Welche Botschaft möchte hier für dich, lieber Schütze, raus? Super interessante Legung. Auch, glaube ich, die erste, wo sich tatsächlich auch beide Hauptpersonenkarten hier gezeigt haben. Dann sehe ich auch schon jetzt hier, dass du zwei Asse hast. Das Ass der Kelche und das Ass der Stäbe. Und da haben wir sie. Und wir haben Belohne dich selbst. Oh, das ist aber eine sehr schöne Karte. Du hast in letzter Zeit viel von dir selbst gegeben und jetzt ist der Moment für dich gekommen, etwas zu empfangen. Nimm dir die Zeit, dich auf eine sinnvolle Weise selbst zu belohnen. Dieses Gleichgewicht zwischen Geben und Nehmen ist eine essentielle Voraussetzung, um deine Energie, Stimmung und Motivation auf einem kontinuierlich hohen Level zu halten. Sehr, sehr schön. Also lieber Schütze, gönn dir auf jeden Fall etwas im Januar. Was sich immer lohnt, was du dir gönnen kannst, ist Zeit für dich selbst. Also weiß ja nicht, wie du das so siehst, aber wenn du natürlich eher materielle Dinge bevorzugst, dann gönn dir da eben auch irgendetwas. Aber belohn dich einfach auch mal wieder dafür, dass du eben auch scheinbar wirklich sehr, sehr viel auch anderen gegeben hast. Gut, dann haben wir hier im Outcome noch die Eulen oder die Vögel und wir haben hier leider die 5 der Schwerter. Also ich sehe, dass du im Januar auch ziemlich nervös sein wirst. Es könnte, aber ich nehme das eher so wahr, dass das eher so gestresst ist. Und das jetzt auch nicht unbedingt äußerst positiv, sondern das ist schon auch ein bisschen negativer Stress, den du hier hast. Und der könnte eben auch hier mit einhergehen, dass es hier um Themen geht, wo man dich hier irgendwie zurückgelassen hat. Und hier ist irgendetwas nicht geklärt. Also hier hat man etwas beendet, hier hat man eine Streitigkeit oder eine Herausforderung oder auch nur eine Meinungsverschiedenheit mit irgendjemandem gehabt. Und dann ist jeder irgendwie so seiner Wege gegangen. Ja, das ist so das, was ich hier wahrnehme. Und hier bist du jetzt erstens ein bisschen nervös wegen dieser Situation, aber auch gleichzeitig dürfte es auch im Januar ein bisschen stressig für dich werden, was jetzt aber auch nicht unbedingt etwas damit zu tun haben muss. Aber wir gucken uns das ja jetzt mal genauer an. Okay, lieber Schütze, egal ob du jetzt hier als Frau oder als Mann zusiehst, hier oben liegst du selber. Das bedeutet, es geht um dich selbst, ja. Du hast deinen Fokus sehr stark auf dir und du selber sagst mir hier auch mal direkt, dass du hier auch für dich der Meinung bist, dass du eine Herrscherin bist oder eben auch ein Herrscher. Also, dass du auf jeden Fall schon viel erlebt hast in deinem Leben. Vielleicht bist du auch Mutter oder Vater oder eben auch in einer festen Ehe oder Beziehung mit jemandem. Und auch so nimmt dich übrigens auch hier eine Person wahr. Ja, also dieser Herzensmensch, der sich hier unten ins Blatt gelegt hat, der schaut in dich hinein und weiß, du bist seine Frau oder auch andersherum, du bist sein ihr Mann. Ja, und du bist auch sehr, sehr stark verankert mit dieser Person. Aber gleichzeitig sehe ich auch, dass es für dich hier auch nochmal vielleicht um einen Ex geht oder um eine Ex-Freundin von dir. Denn wir haben hier nämlich auch noch den König der Schwerter im
im Deck, den ich hier auf jeden Fall als so einen kleinen Unruhestifter hier auch wahrnehme, der dir auch so die ein oder andere Situation im Januar bereiten wird, wo du eben auch vielleicht nochmal ein klares Wort mit diesem Mensch sprechen musst, ja, oder es hier eben auch um eine Entscheidung geht, die hier zu treffen ist, ja. Wenn du hier als Frau zusiehst, bist du sehr in einer sehr weiblichen Energie, vor allem Anfang des Monats Januar. Und hier ist eben auch schicksalshaft geführt, dass du hier im Januar vielen Menschen begegnen wirst, auch vornehmlich in der Öffentlichkeit, vielleicht auch über deinen Beruf, weil ich sehe hier sehr, sehr viele Kontakte, auch sehr viel Kommunikation tatsächlich und auch Neuanfänge, die sich hier eben auch für dich zeigen, lieber Schütze. Ich sehe auch, dass du unterbewusst, dass hier irgendetwas an dir nagt, dass du an irgendetwas hier zu arbeiten hast in deinem Unterbewusstsein, ob dir das bewusst ist oder nicht. Du hast hier zweimal die Luna-Energie und das ist immer ein Hinweis auf unser Unterbewusstsein oder auch auf unsere Psyche, dass die hier eben vielleicht einfach nervös ist, dass du hier einfach wie so nicht so richtig zur Ruhe findest, obwohl eigentlich deine Position hier für mich recht gut einsehbar ist, dass eigentlich die meisten Dinge für dich schon ganz gut laufen, ja. Ich bin jetzt selber mal ganz gespannt, was sich da jetzt noch zeigt. Jedenfalls haben wir hier oben auch noch einen König der Münzen. Das kann Frau oder auch Mann sein, das ist ganz egal. Auf jeden Fall ist das ein Erdzeichen, Jungfrau Stier Steinbock. Und mit dieser Person wirst du dich hier auch in der Öffentlichkeit treffen. Ich nehme auch wahr, dass du diesen Mensch schon sehr, sehr lange kennst. Das könnte auch dein Vater sein oder dein älterer Bruder oder ein wirklich guter Freund oder eine gute Freundin von dir, kann eben auch ein Seelenpartner von dir sein. Und die Meinung von diesem Mensch ist dir sehr, sehr wichtig. Und vor allem ist dir dieser Mensch auch sehr, sehr wichtig. Und ich sehe das auch so, dass er eben dieser Mensch eben ist, falls du jetzt hier nicht explizit zum Beispiel auf deinen Vater oder auf deinen Chef schaust, ja. Wie gesagt, du bist meiner Meinung nach eigentlich ganz gut im Gleichgewicht. Du befindest dich hier so in 9 der Kelche. Das bedeutet, dass es dir wirklich sehr gut geht und auch viele Sachen, wie gesagt, auch gut für dich laufen. Du eigentlich in einem stabilen Netzwerk dich befindest, ja. Und aber irgendeine Situation ist hier im Argen. Das zeigt mir ja hier auf jeden Fall das Outcome und eben wir haben hier auch noch den Teufel. Und wir haben hier unterbewusste Dinge bei dir ablaufen. Es kann natürlich auch sein, dass du im Grunde eigentlich der glücklichste Mensch auf dieser Welt sein könntest, aber du vielleicht zum Beispiel an einer psychischen Erkrankung leidest. Also, dass du eine Depression hast. Das ist vielleicht auch dann wirklich eine Diagnose bei dir. Oder dass du eben generell eher pessimistisch bist. Oder hier irgendwie es dir nicht so wirklich gelingt, im Januar dein Mindset hier positiv auszurichten. Und ich sehe auch, dass du ziemlich, obwohl du emotional ausgeglichen sein dürftest, du aber trotzdem ziemlich kühl im Außen auf andere reagierst. Das ist auch so, dass vielleicht auch andere zu dir sagen, warum bist du denn eigentlich so kühl? Oder sie sagen, ich kenne dich irgendwie so gar nicht, was ist denn mit dir los und so und du kannst es dir aber auch irgendwie selber nicht so wirklich erklären, ja. Hier ist aber irgendeine Situation schicksalshaft für dich bedingt, Entschuldigung, ich habe gerade Wortfindungsstörungen, wo es darum geht für dich, dass hier etwas jetzt in Bewegung kommen soll, dass du hier entweder eine Entscheidung zu treffen hast, weil ich sehe auch mit 2 der Münzen, dass du hier rumjonglierst. Vielleicht ist es etwas, worüber du schon super lange nachdenkst, vielleicht genau seit einem Jahr und du bist dir nicht sicher, ob du hier irgendetwas machen sollst oder nicht oder ob du hier vielleicht nochmal auf jemanden zugehen solltest oder eben auch nicht, ja. Und vor allem gilt es auch dann für dich, wenn du dich gerade nicht in einer Partnerschaft befindest. Also für alle Schütze-Singles
dann sehe ich hier schon, dass es hier noch einen Mensch aus deiner Vergangenheit gibt, aber es gibt auch jemand, der, den du jetzt ganz neu aktuell kennengelernt hast. Aber du kennst diesen Mensch schon, du nimmst den nämlich schon mit in den Januar rein. Ja, also den wirst du dann auf jeden Fall irgendwann Mitte, Ende 2023 kennengelernt haben. Und du fühlst dich auch schon sehr, sehr verankert zu diesem Mensch. Es ist wie, als würdest du hier als Single eine Entscheidung zu treffen haben, zum Beispiel zwischen zwei Menschen. Ja, und du kannst dich einfach nicht entscheiden, soll ich hier wieder zurückgehen zu meinem Ex oder zu meiner Ex-Freundin oder aber soll ich jetzt der neuen Liebe hier eine Chance geben? Dann nehme ich hier auch wahr, dass für dich auch das Thema Elternschaft nochmal eine Rolle spielen wird. Es ist auch wurscht, ob du Frau oder Mann bist. Und wenn es hier nicht um das Thema Elternschaft geht, weil du zum Beispiel hier deine Kindesplanung hier schon abgeschlossen hast für dich, ja, dann geht es hier um einen Umzug, dass du gerne hier etwas in deinem Leben verändern möchtest, was bisher in deiner Vergangenheit immer so war und was dir aber auch Stabilität und Stärke gegeben hat, interessanterweise. Aber vielleicht ist es genau das, was in dir so eine Inkohärenz auslöst, wo du sagst, eigentlich ist es doch was, was mir gut tut, aber gleichzeitig sagst du auch, ich möchte hier unbedingt etwas Neues, weil wir haben hier das Ei und wir haben das Kind, was beides definitiv für einen Neuanfang steht. Und das Ei ist auch so, also hier geht es noch um den Prozess des Neuanfangs, dass du dir gerade wirklich überlegst, auch gerade in Sachen Liebe, ob hier dieser Neuanfang mit jemandem aus der Vergangenheit nochmal sinnvoll wäre oder du eben sagst, ich breche die Brücken jetzt an meine Vergangenheit ab und richte mich jetzt hier irgendwie komplett neu aus. Ja, auch das ist hier sehr, sehr offensichtlich zu sehen. Jedenfalls, wie auch immer dein Leben im Januar verlaufen wird, lieber Schütze, du bekommst hier zwei Chancen. Also irgendjemand reicht dir hier die Hand. Es kann sein, dass das ein Mensch ist, der hier gleichzeitig sehr emotional, aber auch sehr ja, feurig auch auf dich zukommen wird. Also es geht hier auch um die Leidenschaft, auch gerade in Sachen Liebe, ja. Und für andere kann es auch sein, weil wir ja auch hier schon, weil ich ja schon gesagt habe, dass es hier für Singles auch vornehmlich um zwei Menschen gehen kann, dass du sagst, hey, mit dem einen habe ich eine emotional super tiefe Verbindung, aber da passt mir vielleicht irgendwie was an der Optik nicht oder so. Und bei dem anderen ist es so, hier bin ich total Feuer und Flamme, auch körperlich gesehen, aber irgendwie haben wir so keine gute Basis, also vor allem auch was unsere Emotionen oder eben auch so die Wellenlänge angeht, ja. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall kommt hier jemand auf dich zu, lieber Schütze, bis zum Ende Januar und wird dich hier in der Öffentlichkeit auch darum bitten oder dich fragen, wie du denn zu dieser Sache stehst. Und hier sind beide Wege noch offen. Also entweder du sagst, ja, gerne nehme ich dein Angebot an, was auch immer das ist für dich hier, das musst du wissen. Oder aber du sagst, nee, auf gar keinen Fall, ich mache hier meine sieben Stäbe hoch. Also du schottest dich ab, du nimmst dich da raus und du sagst hier auch ganz klar, dass da habe ich keine Lust drauf, ja. Also da gehst du dann in Abwehrhaltung sozusagen jemand anderem gegenüber. Guck da mal bitte, um was es hier geht. Es ist natürlich auch gut möglich, dass du es hier mit einem toxischen Mensch zu tun hast und dir das eben vielleicht auch im Laufe der Zeit in der Kennenlernphase hier mit jemandem aufgefallen ist, dass du zwar dass anfangs alles perfekt war und das ist ja sehr häufig auch bei diesen stark toxischen Beziehungen der Fall. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, weil ich das selber schon durch habe. Und es gibt da sogenannte, so ein Gesetz, dass es so in den ersten 3 Monaten alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und dann zeigt dieser Mensch eben auch sein wahres Ich, ja. Und das ist hier, könnte hier nämlich unter anderem auch der Fall sein mit dem Teufel, dass es hier wirklich auch um jemanden geht, der einfach hoch manipulativ, hochgradig toxisch auch unterwegs ist und du erkennst es immer mehr, aber du möchtest hier irgendetwas nicht wahrhaben, ja. Also da musst du aber wirklich mal in einem stillen Moment mal für dich ins Gericht gehen und dann halt auch einfach eine Entscheidung hier für dich treffen, ja.
Wenn du sagst, es geht jetzt gar nicht wirklich darum, dann können das hier natürlich auch irgendwelche Abhängigkeiten von dir selber sein oder eben auch Süchte. Vielleicht hast du ein Problem mit Kaufsucht oder vielleicht arbeitest du unfassbar viel, ja. Oder aber du hast auch so eine Sucht, ständig neue Menschen kennenzulernen. Auch das gibt es ja natürlich. Also hier möchte etwas mit dieser Lichtspirale auch unbedingt an die Oberfläche kommen. Ja, also etwas kommt aus der tiefen, dunklen Unterbewusstsein, kommt hier an die Oberfläche im Januar. Und es gilt jetzt für dich darum, das zu erkennen und dann eben auch richtig zu handeln. Ja, was auch immer hier dann eben auch für dich das Richtige sein möge. Aber du sagst ja auf jeden Fall erstmal, ich lass mich da jetzt emotional mal nicht so reinziehen, ja. Und du betrachtest die Situation mehr oder weniger mal so ein bisschen so von als objektiver Betrachter. Aber es zeigt sich ja auch ganz klar, dass du diese Position nicht lange anhalten kannst, weil hier möchte jemand definitiv, wenn er dir die Hand reicht, hier eben auch eine Antwort von dir haben, ja. Und das bist du diesem Mensch dann eben auch einfach schuldig. Oder falls es kein Mensch ist, das kann ja auch eine Situation sein. Wenn du zum Beispiel hier ein Wohnungsangebot bekommst, wo du sagst, hey, das ist echt meine Traumimmobilie, aber du wohnst eigentlich schon total glücklich. Das hat dir nur irgendjemand durch Zufall erzählt. Aber dann frag dich mal, warum diese Wohnung oder jetzt zum Beispiel auch ein Jobangebot jetzt hier dir angeboten wird, auch wenn du gar nicht wirklich aktiv auf der Suche bist. Das Leben möchte dir ja auch etwas damit sagen. Es möchte dir ja auch eine Hand reichen, die sich dann eben vielleicht für dich auch in eine ganz andere Richtung entwickelt, als du es eigentlich für dich dachtest oder was dir eigentlich eben vielleicht auch wichtig war, ja? Also wie auch immer, lieber Schütze. Denk aber auch daran, dass du auch guckst, dass es dir selber gut geht, dass du nicht nur das Augenmerk auf andere hast, sondern eben auch auf dich selbst und vor allem auch hier mal dein Unterbewusstsein durchwühlst und dich dann auch hier mal fragst, habe ich denn hier vielleicht noch Gefühle meinem Ex-Partner gegenüber oder warum bin ich denn emotional momentan so ein bisschen unterkühlt, obwohl denn eigentlich alles gut laufen könnte, ja, also da musst du dich einfach mal fragen, um welches Thema es hier genau geht, weil wir sind hier in der Kollektivlegung und ich möchte da jetzt auch ehrlich gesagt nicht weiter drin rumstochern, obwohl ich das mit Sicherheit könnte, aber ich würde sagen, wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Jedenfalls, wie auch immer, du wirst hier mindestens eine von diesen beiden Chancen annehmen und du wirst daraus auch etwas ganz Neues generieren. Und dieses Neue wird noch besser, als du es jemals erwartet hättest. Okay, lieber Schütze, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Wenn das der Fall ist, dann gib mir bitte unbedingt einen Daumen hoch und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine gute Zeit. Bis ganz bald. Namaste.